Wochenende bei Diablo 1 mit Hellfire. Heute jetzt endlich das große Finale, der Showdown, Diablo besiegen. Ich hoffe, dass es funktioniert. Da haben wir jetzt dann gesehen, wir stehen direkt vor vor dem Pentagramm, wo es ins letzte Level geht. Schauen wir mal. Neuer Versuch. Falls es zu schwer sein sollte, gehen wir ins Nest, gucken uns das mal an. Also diese Zauberer, die sind ekelhaft. Deswegen, wenn viele sind, direkt brechen. Heftig. Die machen mir gut Schaden. Aber sie sind machbar. Nur aufpassen. Also diese Blood Knights, die gehen tatsächlich ganz klar. Jetzt wirklich langsam vor, Leute. Ich will nicht verrecken. Ich will das jetzt schaffen diesmal. So, wir hatten tatsächlich das ab. Das nehmen wir mit. Direkt Safe Game. Ja, Leute, ich gehe jetzt auf Nummer sicher diesmal. Ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen feige oder Angst, aber ist mir scheißegal. Schaffen. Audi. So. Machen wir richtig Sorgen. Gehen. So, Schritt für Schritt. Oh, oh. So, lieber auf Nummer Vorsicht, auf Nummer sicher gehen. Gehen wir kurz zurück. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich eingekauft habe. So, da bin ich wieder. Weiter geht's. Also der Schaden, den ich bekomme, ist heftig. So, jetzt haben wir das und das erkundet. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Gehen wir mal da hoch. Oh. Ich werde vielleicht noch ein paar Mal einkaufen gehen müssen, aber das ist mir egal, das schneiden wir dann raus. Ja.
scheint jetzt auch nicht mehr so Räume zu sein. Sieht man so aus wie 4 Stufen sozusagen. Ja. Räume, Abgrenzungen, wie man es auch will. Ich habe mich bisher nicht gespoilert diesmal, wie es funktioniert. Ich weiß nur, dass Diablo hier kommt. Ja, die treffen aber auch jedes Mal. So. Keine Ahnung. Muss gucken. Gucken mal auf die Seite noch, was da noch ist. Scheint keine Abgrenzung. Sir Gorosch. Okay, hier ist ein großer Raum. Wenig Gegner. Was Gutes. Gottes Willen, ich beschwere mich nicht. Oh oh. Jetzt gehen wir mal gucken, wer da Feuerbälle zaubert. Weg. Kurz einkaufen gehen. Wir sehen uns gleich wieder. Diese scheiß Advokaten. Wir sind wieder da natürlich. Als Begrüßung scheiß Advokaten ist natürlich auch nett. So. Das sollte es hier gewesen sein. Dann werden wir mal den Liver um. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, wo es jetzt weitergeht. Safe Game, natürlich. Ich glaube, wir müssen jetzt wohl alle 4 Stufen nacheinander wegmachen, ne? Nochmal irgendwo einer. Nächste Hebel. Werden wir Safe Game machen wieder. So, das heißt, wir müssen jetzt da runter. Da muss jetzt der nächste Raum offen sein. Schon ganz wuschig, ey. Kommt jetzt direkt eine Meute entgegen. Ganz vorsichtig. Ja, genau. Das habe ich mir fast gedacht.
Okay, das sind Advokatenpenner. Eins nach dem anderen ist mir egal, und wenn es länger dauert, Leute. Wir besiegen den heute, den Penner. Raus, raus, raus. War ein Fehler von meiner Seite, da quer durchzulaufen. Echt krass, ey, was da abgeht. Das sind noch nicht alle. Wir gehen noch mal kurz einkaufen, sicherheitshalber. Wir sehen uns sofort wieder. So, weiter geht's. Dritte. Irgendwo sind noch Advokaten auf jeden Fall. Ich hab genauso beschissen geschossen wie... So, Freunde, ich glaube, jetzt dürfte es soweit sein. Safe Game. Wow, 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 wow. Oh ja, da ist Diablo. Okay, Leute. Load Game, wir haben ja gespeichert. Jeder Schritt wird jetzt gespeichert. Ist er noch so klein? Ist es übel. Also, oh, sorry, aber... Tjuiuiuiuiui. Hello, my friend. Stay a while and listen. Schade eigentlich. Yeah.
Gerade mir überlegen, ob ich vielleicht einen Zauber habe, der was bringen könnte. Phasing müsste doch Ding sein. Teleport. Normalerweise. Fluchtartig verlassen. Gut, Leute, das war's. Schaffe ich nicht. Ich bin zu schwach dafür. Es wird nicht klappen, weil selbst ich habe auch keine Zauber, die jetzt mehr Schaden machen würden, die mir was bringen. Keine Ahnung. Lightning Wall, da rennt er einmal durch und dann war's das. Serka, Search, Warp. Das könnten wir probieren. Versuchen wir es mal mit einem Zauber. Also ihr seht, ich bin zu schwach dafür. Gut Leute, dann werden wir es so machen. Ich werde leveln. Obwohl, ich habe eine andere Idee. Statt dass wir jetzt da reingehen, schauen wir uns noch das Nest an, geschwind. Ihr das zumindest mal gesehen habt. Und dann werde ich das leveln. So. Werde ich leveln bei den Bauern. Hier gibt es die Bombe für das Nest. Werde ich leveln. Und dann werden wir uns Diablo... Das Nest. Gehen wir mal kurz da rein, das ist das mal gesehen. Also ihr seht, das ist jetzt aber eine ganz andere Art. Von Umgebung. Aber die Gegner hier, zumindest jetzt gerade auf dem Level, scheinen gut machbar zu sein. Das ist ja echt entspannt im Gegensatz zu dem anderen Zeug. Das gewusst hätte, hätte man das zuerst gemacht. Ich hab gedacht, das wäre viel schwerer. Jetzt. Spinnen.
Klar, Spinnen geht. Laufen wir uns mal hier entlang und uns mal das Nest an. Ich weiß gar nicht, ob es hier Quests gibt. Zwei, ja, dann gibt es weiter. Schauen mal, ob es so einfach bleibt. Ah ja, aber ich will nur kurz ein paar Gegner hier angucken. Scheiße. Laufen wir einmal außen rum. So wie das aussieht, brauchen wir gar nicht groß durch den Laufen. Den Level 3. Ich glaube, es sind nur 4 Level, meine ich. Bis zum Boss. Ich habe nicht mal mehr die Hand an der Tastatur, das heißt, ich bin entspannt. Schaden hier. Schon krass der Unterschied. Ich überlege, wie ich mir da unten jetzt einen abgefickt habe beim Diablo. Aber die Sache ist, für Diablo bin ich einfach zu schwach, habe ich so das Gefühl. Ich, vom Level her. Möchte mehr Schaden. Diese komischen Hüpfen. Lustig. Solange das so bleibt hier. Ich finde es echt krass, das zu unterschreiben. Ja Leute, da seht ihr mal, ey, das ist die Erweiterung gewesen. Ich dachte eigentlich, dass die Erweiterung natürlich schwerer ist als das Hauptspiel. Scheinbar. So, dann gehen wir direkt in Level 3. Oh, jetzt hat irgendeiner was gesagt. The Defiler. Oh nee. Täglich grüßt das Wort. Warum muss es sein, dass jetzt wieder Spuckscheiße kommt? Laufen auch jetzt aus. Ein Lashworm. Also die Gegner, wie fällt dir unten? Die ist ja schon geil. Bist du schon? Der Hoik Demon. Bim, da geht's ein Level. Ich glaube, ich mache gar nicht lang rum. Direkt runter. Jetzt noch Feuerbälle. Orchant heißen die. Ja.
Nee, nee, nee. Wir folgen the way we go. Also die Feuerball-Typen, die machen aber. Gar nicht, ob ich Erfahrung krieg oder nicht. Kann ich nicht sagen. Kann sein, dass ich Erfahrung krieg, kann auch sein. Nein. Was seid ihr? Necromorb. Hallo. Die machen aber. Das war's schon. Put me here. Das war der Endboss vom Nest. Wow. Put me here. Was bringt mir das? Das sehen wir gleich. Ja, wir sehen uns gleich, wenn ich hier raus bin. So, wir sind aus dem Nest raus. Jetzt gehen wir nochmal zum... Hello, my friend. Stay a while and listen. Resist all und 8 to all. Muss ich dann tatsächlich mal gucken, ne? What ails you, weil ich nicht weiß, was das macht. Well, what can I do for you? Muss schön gucken. Bringt 11. Aber Resist All 40 ist halt schon besser. Freunde. Wow, what can I do for you? Das hat auch was Neues. So, dann machen wir Save Game und dann schauen wir mal, was die Karte von mir will. Ich habe keine Ahnung. Schon nichts mehr. Freunde, ich weiß nicht, vielleicht hier. Bin ich schon mal normal laufen. Hier geht's zur Krypt. Hier ist noch mal ein Bonus. This is a place of Okay, Leute, jetzt bin ich selber überrascht. Gut, Leute, das war's dann aber für heute. Diablo haben wir leider nicht geschafft. Dafür konnte ich euch wenigstens das Nest zeigen. Jetzt haben wir die Karte für Skript, zum Skript geöffnet. Das würde ich dann in der nächsten Folge noch zeigen, das Skript. Und dann irgendwann in der Zukunft den Diablo dann noch legen. Dann bedanke ich mich fürs Reinschalten. Lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bye, bye.